Hier sind wir wieder. Und zwar weiß ich jetzt, wie ich platt mache. Ich habe es schon ausprobiert und es funktioniert. Und ich kriege jetzt erstmal einen Arsch. Also, ich habe den Brontosaurus Body. Und das habe ich zwar nicht gemacht, aber ich denke mal, der Brontosaurus Tail. Verschnellert er mich jetzt? Ich hole mal den Brontosaurus Dorsalfin. Kann ja nichts schaden. Okay. So, und jetzt bitte mit Zuckerguss oben drauf und noch jemand Kirsche. Werde ich nicht schaffen. I hope so. Ja, bevor wir kommen, mal gucken, vielleicht kann ich ja. Nee. Aha, das wird direkt getroffen hier. Und das ist cool. Ja, ein Dreiber. Weil mit dem Biss und alles, das geht ganz cool. Nur ich hatte anscheinend echt zu wenig Energie oder sowas. Okay, wo ist er jetzt? Haha. Genau, springen immer schön hin. Und das ist fies, wenn so viele kommen. Bei den Kleinen. Dann kann ich nicht mehr richtig angreifen oder beziehungsweise abbauen. Deswegen muss ich vorher immer so. Und dann versuchen, dass er mir in die Schnauze springt, wenn ich gerade am Beißen bin. Jetzt habe ich einen Haar. Nein. Aha. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal aggressiver wie vorhin. Energie komplett voll. Jawohl. Ah, beinahe, bald haben wir ihn. Das dauert nicht mehr lang. Attacke. Nein, er hat mich getroffen. Ich denke mal noch ein, zwei Bisse. Und dann haben wir. Oh. Was denn jetzt, ey? Okay. Hoffentlich klappt das. Okay, oh, das ist aber am Lecken. Warum ist das? Sieht man das nicht bei der Aufnahme? Und zwar hole ich mir jetzt Hörner. Wenn ich Glück habe, es lädt wirklich meine Energie auf. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Und da vorne ist wieder super Energie und das zweimal direkt. Und da ist nochmal. Ha! Das war's, komm schon, jawohl. Oh mein Gott. Wow, wow. Nein. Puh. Jawohl. Den Prime Frosch platt gemacht. Oh mein Gott. Wie viel haben wir? 2228. Hier haben wir alles. Da könnten wir beides holen. Back of the Head. Könnten wir uns beides holen. Body und Jaws ist noch out of sight. Dann holen wir halt die beiden Schwänze. Was sollte ich Ruten sagen? Na, ich sag Schwänze. So, dann haben wir. Ja, sieht doch schon mal ganz cool aus. Das sieht richtig genial aus, das Vieh. So, wollen wir Dorsal finden? Nee. Tail. Wollen wir uns gleich den Invincible. Gucken, wie der aussieht. Oh Gott. Ja, sieht auch cool aus, ey. Sieht, oh, jetzt kann ich ja übelst weit springen, ist das genial. Okay. Das wär's. Weiter geht's. Haben wir den ältesten Froschblatt gemacht. So eine dumme Kuh. So, ich weiß nicht, wo lang wir gehen. Ich denke mal, wir gehen nach rechts.
Ich habe vergessen zu gucken, was der lag, weswegen ich lagge. Also die Aufnahme. Ich hoffe mal, man sieht die Aufnahme nicht. Oh mein Gott, Domain of Brontosaurus. Ha! What a stupid creature! It has been a long time since we have seen a daredevil. Let us hold to inform the other Brontosaurus that a stupid creature is approaching. Huff. Also okay, die haben schon lange nicht mehr so einen Daredevil. So Daredevil, wie kann man das nennen? Oh mein Gott. Daredevil? Die ist verrückt. Daredevil. Racheengel. Rache, ja, der ist Racheengel. Okay, die sind ja richtig krass. Die geben mir aber auch 200 Punkte. Boah. 200 verdammte Punkte. Und jetzt weiß ich wenigstens, wo ich richtig für den Rest powern kann. Jawohl, ey. Ich finde das ein bisschen krass, weil hier liegt überall Energie rum. Mohahaha, oh Gott. Und da habe ich ihn wieder. Man kann den, wenn er sich dreht, echt nicht angreifen. Und durchziehe ich ihn 4 ab. Und er trifft mich nur, und ich ihn nicht beim Springen. Ja, nee, ist klar. Hahaha. Da war wieder 1000. Yay. Da haben wir alles. Da haben wir alles. Back of the Head. Ebenfalls. Naja, was heißt. Nee. Nicht alles. Okay, dann hol ich erstmal den Horn, weil ich will danach den Tritops haben. Yay. Ja, sieht auch cool aus. Auf jeden Attacke. Okay, 1. Ich muss sagen, das Horn ist genial schlecht. Ihr wisst ja, Hörner ist sowieso nicht mein Fall. Ich kann ihn echt nicht treffen. Aber hey, boah. So mal 60 Energie. Ja, ich gehe mal weiter, bevor ich hier echt kleben bleibe in der Welt. Wir wollen ja alles, ja, wir wollen ja weiterkommen, machen wir es mal so. Ja, kommen wir lassen mal außen vor. Und gehen weiter. Ich weiß ehrlich nicht, ich weiß zwar, wo ich lang muss. Oh Gott. Of Brontosaurus. Oh, what a creature to come here. Tyrannosaurus will be upset unless we defeat it. Let's go. Ja, ihr seid gut. Ist das ein Zwischengegner? Ich hoffe nicht. 200 auch. Der ist ja schlecht. Oh Gott, bist du schlecht. Oh Gott. Ah, kannst du mal angreifen. Sind das wirklich Ratten? Ratten! Yay! Tote Ratten! Ich mag ja keine Ratten, aber tote Ratten sind nicht so schön. Ich hoffe, ich drehe da jetzt nicht irgendwie einen auf den Schlips. Oh nein, Ratten sind voll toll. Okay, hier ist noch einer. Boing, boing. Aha, aha. 7 beim Draufspringen, gar nicht schlecht. Okay, dann machen wir mal Evolution. Gehen auf Back of the Head und holen das Tritops. Weil das gefällt mir besser, weil man hält dadurch mehr aus. Yeah. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, hier hochzugehen. Ich gehe erstmal die andere Seite lang. Ich glaube, dass hier lang zu gehen, hier nach oben, ist sowieso nur optional, aber... Gucken wir mal schnell zurück zu dem Triceratops. Weil wir haben ja den Kleinen nicht umgebracht und der wurde ja nicht umgebracht. Also müsste eigentlich... Hey! Cool. The Reptile helped me when I was in trouble. I forgot to thank him for his help. Well, if you meet the Reptile, tell him about the legend. One day a dinosaur climbed to the top of Mount Brave. At the top, he was given the chance to become a new creature. If he took the chance, he would give up most of his capabilities. Yeah. He decided, after much hesitation, to make the change.
He was admired by all for the courage he had shown by changing into a new body. This body has capability which no other creature had. He changed his name to Pedendon and left for New World. Would you like to hear it again? Nein. So, ich muss jetzt hier auch schneiden. Was da stand, werde ich in der nächsten Folge erzählen. Bis dahin, das war Hartox, stay tuned.